Herr Fust, der Geschäftsklimaindex ist im Juni wieder gestiegen. Die Industrie ist aber dennoch skeptisch. Woran liegt das? Ja, die Industrie kriegt viele Aufträge, aber hat Probleme bei den Zwischengütern. Da haben wir Engpässe, da gibt es Knappheiten, Zwischengüter verteuern sich und das hält die Industriekonjunktur zurück. Deshalb ist die Produktion nicht gestiegen, während die Auftragslage gut ist. Das fällt also auseinander und das dämpft die Konjunktur. Die Unternehmen zahlen steigende Preise, es gibt aber trotzdem auch Lieferverzögerungen. Das erklärt eben die Produktionsverzögerungen und die Unternehmen möchten natürlich gerne diese Preissteigerung auch weitergeben. Sie können aber nicht ganz sicher sein, ob das wirklich funktioniert und deshalb sind sie eben etwas skeptisch, was die weitere Entwicklung angeht. Werden die Engpässe denn von Dauer sein oder ist das ein vorübergehender Anpassungsmechanismus? Wir erwarten eigentlich nicht, dass das auf Dauer sein wird. Das müsste sich im Herbst irgendwann auflösen. Das hat damit zu tun, dass diese Lieferengpässe teilweise auf zu pessimistische Erwartungen im letzten Jahr zurückzuführen sind. Viele Unternehmen haben so erwartet, dass die Erholung einfach länger dauert. Bislang sehen wir allerdings keine Anzeichen von Entspannung auf dem Bausektor. Wo wir jeden Monat fragen, sehen wir sogar eher eine Verschärfung der Lieferengpässe. Es wird also noch ein bisschen dauern, bis es besser wird. Es gab jetzt eine ganze Reihe von Lockerungen. Wie haben die sich denn auf die Dienstleistungen und auf den Handel ausgewirkt? Ja, da sehen wir deutliche Verbesserungen. Im Einzelhandel hat sich die Stimmung stark verbessert. In der Gastronomie sind vor allem die Erwartungen sehr positiv. Auch die Geschäftslage erholt sich, allerdings ausgehend von sehr niedrigem Niveau. Vielen Dank.